Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, heute mit Transformers Prime Wheeljack. Wheeljack ist ein super Charakter in der Serie, sehr aufbrausend, ein Kämpfer von der Figur her, super umgesetzt, gefällt mir. Er gehört wie Bullcat in der Serie zu dem Wrecker-Team, die quasi ja wie so eine Art Aufräumgruppe von Autobots war, um es mal so ganz grob zu sagen. So, Wheeljack wird geliefert in einem sehr schönen, zwar sehr futuristischen, trotzdem sehr stark an den alten klassischen Wagenmodus des Generation 1 Wheeljack erinnernd. Wie gesagt, sehr futuristisch. Er hat ausnahmsweise, man muss sich ehrlich sagen, für eine Figur von den Primes eine sehr hohen, ja, einen sehr, sehr hohen Detailgrad. Von der Bemalung her, man sieht es richtig schön in Rot und Grün gehalten, graue Lufteinschubsdüsen, hinten blaue und gelbe Lampen, hinten auch nochmal schön grau alles gehalten, der Spoiler gut rausgearbeitet. Die Felgen auch sehr schön gehalten, sehr dreidimensional, innen drin verschiedene Höhen und dann die Klingen auch sehr schön gestaltet. Vorne keinerlei Lampen, nur ein Hohlraum. Es hat aber die Bedeutung, dass man die Waffen quasi, wie es hier vorne zu sehen ist, quasi im Fahrzeugmodus auch anbringen kann. Man sieht es hier nochmal. Natürlich, um nochmal auf die Packung zurückzukommen, auch wieder wie immer schön gestaltet unten das Artwork, Fahrzeugmodus, Robotermodus. So, er gehört natürlich zu den Autobots und die Figur selbst, wie gesagt, von unten auch sehr schön gehalten. Von dem Robotermodus sieht man relativ wenig. Die Klingen kann man entweder so im Fahrzeugmodus unter der Figur quasi festhalten. Wird dadurch festgehalten, ich zeige es euch nochmal, hier sind zwei kleine Pins, seht ihr sie nochmal schön, und hier zwei Vertiefungen. Die Schwerter haben hier eine kleine Einbuchtung und natürlich den Griff, und dementsprechend wird die Waffe hier unten drunter befestigt. Die Waffe allerdings hat hier auch die Möglichkeit, befestigt zu werden. Auch mit diesen kleinen Packs. So, einmal hier befestigen. Und einmal hier befestigen. Und schon hat Wheeljack im Fahrzeugmodus quasi Klingen, um die Decepticons auf die Hörner zu nehmen. Um jetzt mal zur Figur an sich zu kommen. Die Figur ist sehr schön gehalten, leider wie immer in einem Original weiß. Das Plastik, habe ich schon in anderen Reviews darauf hingewiesen, ist sehr anfällig gegenüber dem Vergilben. Man sieht es jetzt bei meiner Figur nicht so ganz, aber man hat hier schon ganz leichte Anzeichen einer Vergilbung. Hier oben im Spiegel auch schon. Ich bin sehr vorsichtig mit meinen Figuren, deswegen, also ich fasse sie nicht mit dreckigen Händen an, kein Fett, kein gar nichts, und trotzdem merkt man, dass die Figuren auf jeden Fall mittlerweile Stück für Stück immer dunkler wird. Die Figur an sich ist auch sehr einfach von der Verwandlung her, auch wenn sie seine oder ihre Tücken hat. Die Figur an sich, leicht zu verwandeln in dem Hinsicht, dass man jetzt erstmal die Motorhaube teilt. Diesen Teil hier separiert. So, dadurch löst man quasi die Beine erst einmal. Dann hat man die Möglichkeit, hier hinten das zu lösen. Und die Schultern quasi rauszuklappen. Die Arme kommen auch gleich zum Vorschein. Ja, diesen Teil einmal hinunterklappen.
dieses Teil nach innen schieben und der Kopf kommt zum Vorschein. Dann einmal die Flügel hier hinten einfach nach hinten winkeln. Die Arme nach unten drehen. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Lass mal hochklappen. Die Schultern so nach oben anwinkeln. Hier sind kleine Löcher vorhanden. In dieser Figur sind hier und hier kleine Pins. Die werden quasi hiermit verbunden. So, beide Seiten reindrücken. Und schon halten die Arme perfekt. So, die Arme an sich im Fahrzeugmodus so auseinanderklappen. Und die Arme einmal nach außen ziehen und einmal rumdrehen und wieder reindrücken. Die Hände nach außen drehen. Hier das gleiche noch einmal. Die Arme mal nach unten drehen und einmal jetzt drehen und wieder rein. So, das war jetzt der obere Teil. Die Beine an sich sind auch sehr leicht zu verwandeln. Einmal nach innen drehen, dass die Knie-Spikes quasi nach vorne zeigen und diese auch gleich nach vorne drehen. Die Beine an sich, die unten einmal lösen und einmal rumdrehen, dass sie quasi auch hier oben wieder einrasten. Hier ist so eine Vertiefung und hier so ein Pack. Einmal so ran. Und hier das gleiche erneut. So. Anschließend wird dieser Teil einfach nach oben geschoben und einmal rumgeklappt. Hier noch einmal nach oben schieben und rumklappen. Dieser Teil, wenn er unten ist, lässt er sich nicht rumklappen. Ihr seht es hier. Hier ist eine Stange drin, an der quasi dieses Teil befestigt ist. Nach oben schieben und hier seht ihr es, dann wird das Gelenk freigelegt und ihr könnt es einmal rumklappen. Anschließend die Füße nach oben und schon sind die Beine verwandelt. So, und tja, was soll ich groß sagen? Hier ist er, Wheeljack in seinem Robotermodus. Die Figur an sich ist sehr schön gestaltet. Die Arme sind für meine Verhältnisse, finde ich, ein wenig zu lang. Allerdings passen sie so perfekt zu der Figur aus der Serie. Der Kopf an sich erinnert sehr stark an den Generation 1 Wheeljack. Man sieht hier seine typischen radarartigen Ohren, sein Mundvisier und die Augen. Die Augen sind im Gegensatz zu den anderen Figuren diesmal wieder auf Light Piping. Das heißt, man hat die Augen. Man sieht hier auch sehr schön hier oben die Pupillen in den Augen. Das muss ich sowieso zugeben, ist einer der schönsten Extras dieser Figuren, der Primeline, dass sie wirklich so detailliert sind, dass sie in den Augen Pupillen haben. Hinten habt ihr den Light Piping Bereich. Wenn hier das Licht hineinfällt, leuchten die Augen. Die Figur an sich ist sehr simpel gehalten. Die Arme haben den Vorteil, dass sie nicht nur auf einem extra Gelenk sitzen für die Verwandlung, sondern an sich auch auf einem Kugelgelenk. Das heißt, man kann die Hände richtig gut bewegen, wie man sie gerade braucht. Gefällt mir auch sehr gut. Beweglichkeit, wie bei allen anderen Figuren, einmal ein ganz normales Schultergelenk. Ein Gelenk hier oben quasi für den Oberarm und nochmal ein Gelenk hier unten für den Ellenbogen. Dadurch kann natürlich dann den Arm auch dementsprechend besser nach oben winkeln, als wenn man jetzt nur dieses Gelenk hätte. Die Beine auch hier leider kein Torso-Gelenk,
Auch hier ganz normal auf diesem T-Gelenk typisch wieder die Kugelgelenke für die Schenkel. Hier oben im Schenkel selbst ist wegen der Transformation, aber auch wie bei allen anderen Figuren natürlich nochmal ein extra Gelenk zum Drehen. Das Knie kann gewinkelt werden, allerdings nicht im vollen 90-Grad-Winkel. Die Beine lassen sich nach unten bewegen, nach oben bewegen, zur Seite bewegen. Ist auf einem quasi Balljoint. Dadurch lässt es sich natürlich auch in tolle Positionen bringen. Ja, der Kopf natürlich auch auf einem Kugelgelenk kann komplett nach oben schauen, kann nach unten schauen. Links, rechts ganz normal drehbar, auch komplett einmal rumdrehbar. Auch sehr schön gehalten. Und ja, was soll ich schon groß noch sagen? Wheeljack an sich hat noch die Funktion, dass er zwei Säbel mit dabei hat, die ich ja vorhin schon gezeigt habe. Die kann er richtig toll in die Hand nehmen. So und so. Diese Figur repräsentiert den Angriffsmodus quasi von Wheeljack. Das heißt, wie gesagt, das Mundvisier ist geschlossen. In der Serie hat er eigentlich einen offenen Mund. Dieser ist nachrüstbar und ihm fehlt leider auch hier an der Seite die Energon-Bombe. Oder Gravitationsbombe, ich bin mir jetzt nicht sicher. Die Bombe und der alternative Kopf lässt sich mittlerweile durch ein Zusatzpaket eines Drittherstellers von Dr. Wu, so nennt sich der Anbieter, quasi austauschen. Und dadurch kann man natürlich auch dann den Charakter deutlich besser an das Original anpassen. Die Figur an sich im Fahrzeugmodus gefällt mir sehr gut. Würde ich sagen 9 von 10, vielleicht sogar 10 von 10 Punkten. Die Figur an sich von der Beweglichkeit auch sehr gut gehalten. Teilweise ein bisschen limitiert, trotzdem sehr gut umgesetzt. Ich würde sagen 7 von 10 Punkten, eher 8 von 10 Punkten. Da die Arme sehr beweglich sind, gefällt mir. Der Robotermodus an sich auch sehr gut gehalten. Er passt sehr, sehr, sehr stark sich dem Original an, wie es halt in der Serie aussieht. Halt nur, dass der Kopf eine Variante ist und nicht halt der Originalkopf mit Mund. Ja, die Säbel sind im Silbermetallic gehalten, die Griffe grau. Auch hier sehr schön detailliert, nicht einfarbig, wie ich es dann sogar erwartet hätte, wäre ja nichts Neues gewesen. Allerdings, wie gesagt, hier hat sich Hasbro ein Zeug gelegt. Ja, die Figur gehört auch zur ersten Wave. In Deutschland ist mittlerweile schwer nur noch zu erhältlich. Ist mittlerweile ausgetauscht worden durch die Hand oder Beast Hunter Figur, die mehrere Zacken hat und ein Diskwerfer, wie auch immer. Ziemlich viel Schnickschnack. Mir gefällt allerdings die klassische Figur besser. Wenn ihr sie bekommt, holt sie euch. Ihr werdet keine weitere Chance bekommen, weil die Figur nicht mehr produziert wird. Ansonsten, ja, wie immer, am Ende meiner Reviews. Wenn ihr Fragen, Kritiken habt, wie auch immer, einmal bitte in die Kommentare unten. Ich versuche dann darauf einzugehen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen weiteren Reviews. Schaut einfach mal vorbei. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Rex4Mario.